Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und als erstes möchte ich, bevor wir auf das Video zu sprechen kommen, eine ganz liebe Maus grüßen, und zwar die Lea Schiller. Hallo Lea, habe ich dir versprochen, dass ich dich in diesem Video grüße. Das habe ich hiermit getan. Ich hoffe, du freust dich. Und ja, und dann würde ich etwas sagen, wir starten. Los, ich habe ganz viel im September aufgebaut. Das ist wieder proppevoll bis oben hin. Ist wieder so eine riesen Tüte geworden. Ich lege mir das hin und ich würde einfach sagen, holt euch was zu knabbern oder holt euch einen Tee oder einen Kaffee. Ich glaube, das Video wird wieder ein bisschen länger. Ich beeile mich, aber die Tüte ist bis oben hin voll, ihr habt es gesehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Und ja, los geht's. Die ersten Artikel, die ich euch vorstellen möchte, sind für den Haushalt. Und da fangen wir mit den Blaukraft-Aktivkugeln an, die ich ja immer benutze, die ihr ja auch fast in jedem Haul seht. Ja, die sind einmal aufgebraucht. Dann natürlich auch wieder mein Fit Original Spülmittel, wieder in der großen Packung, 750 Milliliter. Nehme ich gerne die große Packung, weil das preislich einfach ja, besser ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist irgendwie 20 oder 30 Cent teurer als die kleine Packung. Und ja, also ich bevorzuge eher die größere. Una Proaktiv Vollwaschmittel. Das ist dieses hier. Ich glaube, das habe ich immer aus dem Aldi. Und wenn wir schon mal dabei sind, habe ich passend dazu einen Weichspüler, der auch aus dem Aldi ist, glaube ich. Von Fee Duftjuwel Number One. Ja. Premium steht dann auch da drauf. Also die beiden zusammen aus dem Aldi habe ich aufgebraucht. Alles-Reiniger Konzentrat, und zwar Frühlingsfrische von Putzmeister. Da weiß ich aber nicht, woher ich das habe. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe mir jetzt einen neuen gekauft. Ja, manchmal habe ich Meister Propper. Das kommt immer darauf an, wo ich gerade bin. Und wenn ich das dringend brauche, dann nehme ich halt wirklich das Erstbeste einfach mit. Und ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ein schöner Duft. Brillenputztücher. Und brauche ich da schon ein paar Brillenputztücher. Und ich nehme mir meistens immer zwei Packungen mit. Habe jetzt eine aufgebraucht. Da sind 52 Stück drin mit Zitronenduft. Das sind meine li absoluten Lieblingsreinigungstücher für die aus dem Real. Das sind diese hier. Ja, die kann ich euch nur empfehlen. Ich habe schon andere ausprobiert, aber ich finde, die sind am besten, weil die nicht so wirklich so Schlieren hinterlassen. Kauft, das ist die erste, die ich ausprobiert habe. Das ist mit dem brasilianischen Schlamm zum Pflegen und Regenerieren. Mit Acai-Beeren und Avocado. Gewöhnungsbedürftig. Ich kann es nicht genau sagen. Die Haut war nachher auf jeden Fall wieder schön weich. So wie ich das eigentlich bei fast jeder Maske habe. Aber so eine Tuchmaske ist schon eine Sache für sich. Das muss man mögen. Aber vielleicht ist es ja auch Gewöhnungssache. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch so Tuchmasken oder auch gerade von dieser Sorte ja, schon was ausprobiert habt, ob ihr damit klarkommt oder ja. Wie auch immer. Das würde mich mal interessieren. Die zweite Maske ist auch eine neue Maske von mir. Und zwar ist das von Rival de Loup die Oliv Maske. Und die habe ich ausprobiert. War in Ordnung, aber so auch vom Duft her. Ich muss noch mal. Ja, doch, der Duft ist okay. Der Duft ist okay. Ja, aber andere Masken bevorzuge ich auf jeden Fall mehr. Erdbeermasken. Also andere bevorzuge ich mehr. Also die von Balea. Das ist schon wieder. Die von Balea. Meine Güte, Entschuldigung. Sie lenkt mich heute ein bisschen ab.
Ja, also auf jeden Fall die von Balea bevorzuge ich, aber ich habe ja noch einige von Rival de Loup auszuprobieren. Vielleicht sind die anderen ja besser. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall leider nur zwei Masken diesen Monat oder beziehungsweise im September aufgebraucht. Dann hatte ich euch ja beim letzten Haul gezeigt, dass ich Balea einmal noch die Chance gebe, mich umzustimmen in Bezug auf die Reinigungstücher. Ich habe jetzt hier die Limited Edition angefangen, Summer Garden, wie ihr hier seht. Ich muss euch ganz ehrlich zu, ist nicht meins, sorry. Also ich kaufe von Balea definitiv, es ist meine Lieblingsmarke, aber ich kaufe davon definitiv keine Reinigungstücher mehr. Nein, der Duft, okay, alles super, aber ich finde, es ist wieder nicht so wirklich feucht fürs ganze Gesicht. Weiß ich nicht. Schreibt mir doch was in die Kommentare zu diesen Reinigungstüchern, auch zu diesen Purple, diese andere Sorte, Purple Mint Dingsbums. Ja, würde ich gerne mal wissen, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet. Und sorry, Balea, aber das ist leider nicht meins. Also bleibe ich erst einmal bei den BB-Reinigungstüchern weiterhin. Aber wie gesagt, ich habe euch die Chance gegeben. Meins ist es nicht. Haben wir noch eine Zahnpasta leer gemacht. Und zwar ist das von Colgate. Ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann. Ich mache das nochmal so richtig hin. Von Colgate Max Fresh ist das mit Cooling Crystals. Die haben wir dann einmal aufgebraucht. Das Erkältungsbad. 250 Milliliter in einer Glasflasche ist es von Drofa Vital. Weiß ich nicht, kenne ich nicht, kann ich euch auch leider nichts zu sagen, wo wir das herhaben. Denn das hat mein Freund mal gekauft, weil er zu dem Zeitpunkt erkältet war. Und naja, und was hatte ich gesagt? 250 Milliliter sind drinne. Und ja, Erkältungsbad müssen wir auf jeden Fall nochmal kaufen. Definitiv habe ich dann auch ein richtig tolles Balea-Schaumbad leer gemacht. Und zwar dieses Red Love Luxury mit Kokos- und Pfirsichduft. Dieses hier. Und ich denke, ich gehe davon aus, ich werde es mir nachkaufen, Leute. Es ist sogar gestern erst leer geworden. Dann dachte ich mir, okay, heute drehst du das Video, machst das nochmal leer. Und es hat funktioniert, wie einige andere Sachen auch. Die habe ich dann einfach gleich mit hier in dieses Video dann mit rein, oder bringe ich mit hier rein. Und ja, also das kann ich euch wirklich empfehlen. Kokos und Pfirsich. Es ist einfach herrlich, es schäumt schön. Ja, und mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Seit dieser Packung meine absoluten Lieblingskaugummis, Leute. Mit der Geschmacksrichtung Bubble Mint von Wrigley's Extra. Meine absoluten Favoriten momentan einfach in Sachen Kaugummi. Weiter geht es mit den nächsten Artikeln. Das sind die Evelyn Maxi Wattepads. Eins, zwei, drei Tüten aufgebraucht von den Wattepads. Ja, eigentlich benutze ich jeden Abend nur drei Stück. Ich weiß nicht, wie ich denn auf diese Summe komme, aber ja, es ist ja auch, wie gesagt, schon eine Weile her. Bei mir verzögert sich das mit dem Aufgebraucht-Video ja immer. Ihr wisst es, meistens so in der Mitte des Monats kommt das vom Vormonat, damit ich ein bisschen mehr sammeln kann. Ein Augen-Make-up entferne, der ist auch leer gegangen. Das ist ja der von Balea, der ölfreie und ohne Alkohol, den ich ja sehr gut vertrage. Und wie ihr dann bald in nächsten DM-Haul sehen werdet, habe ich mir den natürlich auch gleich wieder zugelegt. Aber da kommen wir dann ein andermal dazu. Dieses Mal ist der ja auf jeden Fall aufgebraucht. Es sind ja auch 100 Milliliter drin. Da ist das die Glamour Doll von Catrice. Diese hier. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Schaut sie euch an. Probiert sie selber aus. Ich bevorzuge diese. Ich würde sie euch definitiv empfehlen. Ich weiß nicht, Shampoos leer gemacht. Und zwar einmal, und das kann ich euch wirklich auch empfehlen. Das ist ganz, da war ich sehr begeistert von.
von Schauma, das Pflege von Schauma, das Spiegelglanz 24 Stunden Glanztreu Shampoo, das ist dieses hier. Ich habe ja sonst immer dieses weiße mit pink oder mit rosa Farben gehabt. Mit dieser Durchkämmformel, also wirklich, dass die Haare nicht mehr so doll verfilzen nach dem Waschen oder wenn man halt die Haare nach dem Waschen dann durchkämmt. Und bei dem ist genau so eine gute Qualität bei rausgekommen wie bei dem anderen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, es ist auch ohne Silikone und ich gehe davon aus, dass ich mir das auf jeden Fall nachkaufen werde. Ich bin da sehr von überzeugt. Es hat auch super gerochen. Ach ja. Also das empfehle ich euch wirklich. Schnuppert einfach mal dran, wenn ihr dieses bei DM oder Real oder sonst wo seht. Und macht euch einfach selber ein Bild davon. Ich bevorzuge das momentan. L'Oreal Elvital Sun Defense. Schützendes Sommershampoo in der limitierten Edition. Das ist dieses hier. Endlich aufgebraucht. Das hat richtig lange gehalten. Das habe ich wirklich, als das in der Glossybox drin war, vom Juli, glaube ich, oder so ähnlich. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Von da an habe ich das wirklich jeden Tag benutzt. Und es hat super lange gehalten. Es ist jetzt erst vor ein paar Tagen leer gegangen. 250 Milliliter waren drin und ein super Duft. Ja, also der Duft ist so ungefähr wie das von dem Schauma, was ich euch... Also man kann es damit eigentlich vergleichen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Duschbad. Ich weiß nicht warum. Ich dusche auch jeden Tag. Ich habe aber in dieser großen Tüte nur ein einziges Duschbad drin, was ich aufgebraucht habe. Und das ist das Cabana Dream von Balea, ja, mit Maracuja und Pfirsichduft. Und ganz ehrlich, es ist wirklich gestern erst leer gegangen. Unglaublich. Und das sind 300 Milliliter, 300 Rot. Ich muss dazu sagen, er hat es dann wirklich nur so lange benutzt, bis ich dann endlich das andere, was also das Richtige für ihn gekauft habe. Er benutzt eigentlich immer das Grüne, also mit der grünen Schrift. Das war hier wirklich mega stark und das war zu stark. Auf jeden Fall hat ihm das nicht zugesagt und das wollte ich einfach mal in dieses Aufgebraucht-Video mit reinbringen, denn das ist nicht aufgebraucht, es ist unterbrochen, es ist noch wirklich voll, auch wenn es jetzt hier nicht danach aussieht, aber es ist hier wirklich proppenvoll noch. Es ist nicht so optimal gewesen, wie er sich das erhofft hat und daher habe ich ihm dann einfach sein, also das mit dem Grünen, mit der grünen Schrift gekauft und jetzt ist alles wieder gut. Und das wollte ich euch einfach... ja, Badesalze bzw. Sprudelbad-Tabletten, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe da verschiedene ausprobiert. Einige habe ich davon sogar schon nachgekauft, weil ich davon begeistert war. Begeistert war ich von der Dresdner Essenz Abendruhe Pflegebad mit Rosenholzduft harmonisierend. Das ist das hier. Davon war ich sehr begeistert. Ich glaube, das habe ich mir schon nachgekauft wieder. Richtig, richtig cooler Duft. Ja. Und es färbt sich, und so wie ihr das hier seht, mit dem Sonnenuntergang, es färbt sich wirklich gelb. Also gelb-orange. Ich glaube, gelb war es. Genauso wie Provence Pflegebad mit Lavendelblütenduft. Entspannend soll das wirken. Oh, ja. Es riecht immer noch schön nach Lavendel. Ihr seht es hier, die Lavendelfelder, und es färbt sich auch in dieser Farbe. Das heißt Lavendelfarbe. Richtig, richtig, richtig schön. Und ein super Duft, wirklich. Dann hatte die liebe Nadine vom Kanal Moldavid mich angefixt mit einem Kneipp-Badesalz.
Und zwar sind das Badekristalle, lass dich nicht hängen, mit Karamell und Veilchen. Das hatte sie nämlich auch gezeigt in ihrem Video mit diesem süßen Esel, der da hängt. Also lass dich nicht hängen. Und das ist auch wirklich richtig, richtig cool gewesen. Oh ja. Ach, herrlich, sag ich euch. Da ist es also ein Sprudelbad zur Entspannung und Balance. Das zeige ich euch jetzt mal. Das wäre jetzt das Doppelte. Das sind die mit dieser Blüte drauf. Die habe ich also zweimal. Wo bin ich? Da bin ich. Diese habe ich also zweimal schon benutzt. Genauso wie, nein, nicht genauso, aber benutzt wie das Sprudelbad für Wärme und Geborgenheit. Ja. Ach, das ist richtig, das riecht. Mit langer Sprudelzeit. Das sind also alles, diese von Dresdner Essenz, sind alles so riesige Sprudeltabletten. Ne? Also. Die kosten auch, glaube ich, 95 Cent. Das geht. Dann habe ich noch eins. Natürlich gesund fühlen, aktiv und vital. Fichtennadeln und Eukalyptus. Aktivierendes Sprudelbad mit natürlichen ätherischen Ölen. Und so sieht das aus. Das ist in grün. Das habe ich auch schon ausprobiert. Also ich bin jetzt schon am Ende von dem Aufgebraucht-Video. Ja, Leute. Es kommen bald noch einige Videos. Vergesst bitte nicht, zu Halloween einzuschalten. Da gibt es dann ein Hangout mit mir. Uhrzeit weiß ich noch nicht. Ich muss mich ja, wie gesagt, erst noch genauer belesen. Aber Halloween ist ja noch ein wenig hin. So, dann werde ich jetzt noch einen kleinen Aufruf an euch da draußen starten. Wer möchte, dass ich ihn an Halloween anrufe und dann live auf Sendung ist sozusagen, live in einem Video dabei ist oder dabei sein möchte, schreibt mir bitte einfach seine Nummer, seine Telefonnummer, Handynummer, wie auch immer, als E-Mail an meine E-Mail-Adresse und bitte mit dem Kennwort oder mit dem Betreff Fancall, damit ich das zuordnen kann. Genauso bitte auch diejenigen, die an meinem Gewinnspiel dran teilnehmen möchten. Es läuft ja auch noch bis Halloween. Mein Gewinnspiel mit den DVDs, das ist ja auch noch offen. Und da schreibt ihr mir auch einfach eine E-Mail mit dem Betreff Horror. Und schreibt mir dann auch bitte einfach in die E-Mail, warum ihr das gerne das Paket der DVDs gerne haben möchtet und schreibt mir natürlich auch eure Nummer dort rein, denn das werde ich auch tun. Ich werde ein Video machen, ein Verlosungsvideo zu den DVDs oder zu dem DVD-Paket und euch dann live ziehen und auch live sofort im Video anrufen. Das habe ich mir so überlegt und ich habe bis jetzt für die Verlosung noch nicht einen Teilnehmer. Also seid gespannt und schreibt mir fleißig. Ich würde mich freuen, ob da wenigstens oder dass da wenigstens ein paar Teilnehmer sind, die ich denn auch ziehen könnte. Ansonsten wird es ja ein bisschen langweilig. Und wir bedanken uns ganz recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wünschen euch noch einen ganz tollen Tag. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen. Bis ganz bald. Passt auf euch auf. Und dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Und wir sehen uns ganz bald wieder im nächsten Video. Und bis dahin, bleibt gesund. Und bis dann, eure Kati. Tschüss.